Mission 3 im Add-on. Auftrag, Einsatzziel. Wir haben in diesen Wäldern schon eine Menge Soldaten verloren. Ah, sie müssen einen sicheren Korridor für zukünftige Truppenbewegungen schlagen. Unsere Forscher vermuten, dass diese Dinosaurier nicht so dumm sind wie angenommen. Da war echt ein Riesenfan von Jurassic Park, glaube ich. Das wurde dann im dritten Teil vor allem thematisiert, dass die Tiere immer schlauer werden. Und auch in Jurassic World waren die nicht von schlechten Eltern. Ah, ist das eine kurze Map? Ist das die ganze Mission oder was? Oder wird gleich alle... Ach Moment, es geht nach oben. Schade, es wäre fast cool gewesen. Gut, wir haben gelernt in den letzten zwei Missionen, dass Infanteristen sehr ungeeignet sind für diese Aufgabe. Deswegen schicken wir immer schön Fahrzeuge vor. Was ja prinzipiell eine gute Sache ist. Wüstenjäger. Da, da drauf. Die können höchstens... Ah, vielleicht die Flammen. Die sind prinzipiell gefährlich für meine eigenen Leute. Diese Flammen. Ansonsten können sie als Kanonenfutter, als Dino-Futter immerhin dienen. Und das Feuer aufzuschlängen. Ja, ich habe die alten Sprüche noch drauf. Drei auf einmal helfen. Dann können sie die Kiefer aufzuschlenken. Die Infanteristen. Ja, man sieht, man bekommt seine Schwierigkeiten gegen Dinosaurier. Bin gespannt, ob ich hier mal zum ersten Mal versage. Wie er einmal mal außen rumgelaufen ist, sind die klug geworden, wa? Die erst mich in Sicherheit wiegen. Ich sehe dich. Du entkommst mir nicht. Er will fliehen. Schafft er nicht. Boah. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Vieh? Ich hab einen Panzer. Also, hallo. Also, genau. Also, hallo. Es könnte vielleicht ein Problem werden, wenn ich keine Verstärkung erhalte. Ich muss halt immer die ganzen Dinos kaputt machen. Das schaffe ich doch gar nicht. Gibt's da irgendeinen Trick? Feuer unterm Arschmarker jedenfalls nicht. Ach, der heilt sich damit sogar auch noch, indem er Menschenfleisch frisst. Jetzt könnte es echt eng werden. Ich brauche unbedingt Verstärkung. Jetzt habe ich die Mission gleich verkackt. Ich hatte es schon befürchtet, dass der Schwierigkeitsgrad steigt. Warte! Ich sehe die ja erst immer erst zu spät. Ja, jetzt habe ich verloren gleich. Bin gespannt, was passiert. Der heilt sich da immer. Ich hab's auch gemerkt. Danke, Eva. Ja. Sie müssen einen sicheren Korridor. Ja gut, ich muss nur einen Korridor finden. Ich muss nicht alle umbringen, denke ich mal. Also, geradewegs in den Norden. Und die Dinos weitestgehend ignorieren. Sofern das möglich ist. Ich folge am besten den gekennzeichneten Weg. Das sieht nach einem möglichen Korridor aus. Wenn er mir schon so in den Weg springt, muss ich ihn halt leider auch bekämpfen. Boah, wie er meine ganze Einheit auseinandernimmt. Ach, das ist... Weiter hoch geht's nicht? Dann habe ich doch jetzt einen Korridor geschaffen. Oder muss ich echt alle hier umbringen? Das wäre übel. Hier sind alles voller Dinos. Das überlebe ich doch nicht. Wie haben die sich das vorgestellt? Hier geht's auch nicht weiter. Mit den paar Einheiten schaffe ich das nicht. Hä? Hat der gerade den... Was habt ihr gegen den Baum? Der hat euch nichts getan. Die sind schon paranoid. Die denken, es wäre ein getarnter Dino. Und jetzt haben sie sich selber umgebracht. Das ist einfach mal ein Baum. Die mögen kein Weihnachten oder was? Der kommt mir nah von ganz unten. Dieses blutrünstige Vieh. Ja, was soll ich denn machen? Wenn jetzt nichts angreift, dann tun sie mir auch nichts, oder was? Könnt ihr sie nicht einfach überfahren mit einem Mammut? Das wäre mir ganz lieb. Oder selber auch ganz schnell rumfahren, damit sie mich nicht erwischen. Solange ich fahre, dann machen sie mir nichts. Schnell drauf. Das sind viel zu viele.
Das kann ich nicht schaffen. Es gibt hier aber auch keinerlei Hinweise und Tipps. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Die sind viel zu stark! Ja, noch habe ich ja ein paar Einheiten gerade. Aber das geht ganz schnell weg hier alles. Wie hier alles brennt. Vielleicht ist das die Lösung. Sie haben sie... Rückverstärkung. Jetzt, ja, jetzt kann ich es schaffen. Ich dachte schon, ich muss die ganzen Bäume abbrennen, damit das Feuer auf die Dinos übergreift. C-Krieger. Sekunde mal. Das interessiert mich. Die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Geil. Chemikalische Waffen. Das kenne ich nur aus Generals. Wie geil. Die werden die Dinos hier wegätzen. In Ordnung. Gut, ich glaube, mehr als diesen Sektor werden wir hier nicht zu sehen bekommen. Jawohl, es war auf jeden Fall gut, dass ich hier nach oben bin direkt. Jetzt muss ich nur noch die da rechts alle umbringen wahrscheinlich. Yes, Sir. Jawohl, es möge fließen das Blut in Massen. Das klingt ja so blutrünstig, aber Dinos existieren ja gar nicht. Von dem her haben sie auch keine Rechte, wa? Bin gespannt, was die so anstellen. Hoffentlich bringen sie nicht meine ganzen Einheiten um, genau wie die Flammentypen. Die sich immer so toll fühlen und alle ihre Kollegen anbrennen. Weich an. Jawohl, Sir. Ich hab die Kantenklettung wieder aktiviert und schon ruckelt's nicht mehr so. Die war wohl doch wichtig. Aber nach einer Stunde oder so wird's bestimmt wieder ruckeln. Was nicht an meinem PC liegen kann, der ist niegelnagelneu und das Spiel hier ist niegelnagelalt. Ah, was haben wir denn da? Koordinierter Rückzug. Strategische Deckung einleiten. Der verfolgt mich, Hilfe. Ja, das hast du jetzt davon. Erstmal auf den Schnellen. Denn schnell ist immer am gefährlichsten. Ja, die mögen keine Chemie. Feuer ist jetzt auch nicht, ja, wie ich es befürchtet habe. Ich bringe auch meine eigenen Einheiten um. Boah, da hätte ich Angst, wenn so ein Vieh auf mich zugerannt käme, so ein riesiges. Liebe. Aber diesmal dürfte ich es schaffen. Die Einheiten reichen aus, da ich Verstärkung bekam. Davon gehe ich mal aus. Ganz stark. Aber ich sichere trotzdem nochmal sicherheitshalber. Einmal habe ich schon versagt. Wer soll denn damit auch rechnen, dass man nach oben muss und nicht nach rechts? Das ist die einzige Magie dahinter. Geht klar, Sir. Geht klar. Ja, jetzt nur noch dieses kleine Stück aufdecken, dann haben wir es geschafft. Komme ich da auch noch hin? In Ordnung. Glaube nicht. Sofort, rüber Sir. Da. Die ganzen Infanteristen halten mich doch nur auf. Breche auf. Schon dabei. Ah, gleich habe ich aber nichts anderes mehr als Infanteristen. Und der will wieder außen rum, wa? Ja, das schaffst du aber nicht mehr. Jawohl, Sir. Hilf gefälligst mit, du Drückeberger. Haben wir es jetzt mal geschafft, irgendwann? Jawohl, Sir. Ah, Mistvieh! Ich hab nur noch Infanteristen, jetzt könnte es spannend werden. Die sind wohl doch nicht so schwach. Hab denen wohl ein bisschen Unrecht getan. Komm ich da noch hoch? Bitte nicht. Nein, das geht sogar. Ich habe schon befürchtet, dass das geht. In meinen Albträumen. Aber leider wird es wohl hier unten auch noch was geben. Da muss ich mich zuerst drum kümmern. Ich speichere jetzt nicht, weil wenn ich jetzt versage, will ich noch ein paar Einheiten in der Hinterhand haben. Ja. Noch ist alles offen. Genau deswegen habe ich nicht gespeichert. Okay. Wir laden nochmal. Ich würde sagen, ich gehe hier oben lang. Dieses Mal ist oben vielleicht der bessere Weg. Vielleicht muss ich ja nicht alle besiegen, nur noch so ein großes Vieh hier an dieser Stelle. Dann geht Größe vor Gründlichkeit. Das ist vielleicht nicht so klug, was ihr da macht, aber ihr wollt halt nicht warten. Deswegen nur ein bisschen Benzin verbrauchen und der fährt direkt wieder zurück. Schlaumeier. Ja, jetzt können wir aber mal speichern noch. Jetzt sind wir endlich mal über den Fluss rübergekommen. Komplett. Vollständig. Aber nicht mehr lange. Hier noch was.
bestimmt. Geht klar, Sir. Oh oh. Schon dabei. Wann kam es Eddard eigentlich raus? Auch 95? In Ordnung. Oder 96? Breche 97 auf. Kann nicht sein, oder? Da kam nur irgendwann Breche auch mal Alarmstufe Rot 1 raus. Und 99 müsste Tiberian Sudden gewesen sein. Ist hier nichts mehr? Das wäre ja schön. Na, natürlich ist da noch was. Ja, boah, wieder so ein Riesenvieh am Ende. Ist immer der Endgegner da. Der übermatscht mich einfach. Yeah. So ist das wohl geplant. Gegen Panzer ist er aber nicht so. Mag er es nicht so. Nicht angreifen. Du bist ganz friedfertig, ne? Der flieht lieber hier. Er will nur den Code von ihm aufsammeln und gucken. Ah, die wollen ihren Anführer beschützen. Sieht so niedlich aus von weitem. Das waren noch Grafiken damals. Jawohl, Sir. Kein Problem. Boah, wie viel das Ding aushält. Mach deinen eigenen Kollegen kaputt, das ist klug. Ganz klug ist das. Zum Glück muss er da näher ran als der Grenadier. Jawohl, Sir. Breche auf. Oh, ich speichere wieder nicht. Geht klar, Sir. Denn ich habe im Prinzip nur noch eine Einheit, die hier oben. Die anderen sind ratzfatz tot. Ah, okay. Mal gucken, wie weit ich komme. Solange mich nicht angreift, ist alles okay. Aber das wird ja wohl bald. Da hat er es gemacht. Immerhin nicht meinen gesunden. Und er hat auch nur eine Einheit gekillt. Also ist noch alles möglich. Ein Vieh oder wie viele sind noch da? Vielleicht nur noch eins. Ganz kleine Schritte machen. Schon dabei. Ah ja. Jawohl, Sir. Hm. Das ist doof. Gut. Wir gehen erstmal unten lang. Oben war nur noch der Tyrannosaurus. Sofort, jawohl, Sir. Ja. Jawohl, Sir. Ich glaube, das lief ordentlich. Der Tyrannosaurus kommt als letztes. Der große Endgegner. In Ordnung. Bevor der uns die halbe Mannschaft hier blättert, machen wir erstmal die anderen kaputt. Kommt mal alle nach. Breche auf. Die sind ganz aufgeregt, die Tiere. Einheit verloren. Ja, wie viele sind das? Fünf oder was? Richtiges Nest haben wir hier gefunden. Das ist tot, okay. Eins noch oder was? Das wäre geil. Aber man darf nicht vergessen. Ah, zwei sind es noch. Einfach keinen Befehl geben, wenn sie von selber schießen, ist besser, glaube ich. Es fehlt nur noch der Tyrannosaurus oben. Schafft ihr, komm. Dankeschön. Nur noch ein Not-Mod. Noddiges Mod. Steht Mod für Motorrad oder was? Jö, ich mache mich wieder selbst kaputt. Gut. Ah, ich krieg Verstärkung. Geil. Dann war es vielleicht doch egal, in welche Richtung ich bin. Ich muss einfach nur ziemlich alle kaputt machen. Jetzt habe ich gute Chancen, den Tyrannosaurus noch zu blättern. Jetzt sollte ich das schaffen. Ist wohl eine Blamage, dass ich hier Probleme habe in so einer Mission, wo man ständig Verstärkung bekommt. Die wohl vom Schwierigkeitsgrad mit einer ersten Mission gleichzusetzen ist. Wieder mal eine Einheit verloren, yay. Ich finde hier keinen Dino mehr. Ich hoffe, das war's. Nur jawohl, noch der Tyrannosaurus und der Hahn. Können wir die Mission abhaken? So viele Bäume, die aussehen wie Dinosaurier. Ständig diese Sprachränge heute. Schlalalim. Aber die meisten sind ja total beabsichtigt. So kann man die eigentlichen kaschieren. Gut, wir speichern nochmal hier und dann können wir das Video mit 15 Minuten perfekt abschließen, wenn wir es jetzt noch schaffen. Hallo, ich weiß, wo du bist. Locke ich dich erstmal hier raus, dann kannst du nicht gleich alle Typen kaputt manchen, wenn ich schnell genug bin. Nein, ja, gut. Komm, du schaffst jetzt, der Letzte. Jawohl. Und? Das war's noch nicht? Jawohl, Sir. In Ordnung. Wut? Jawohl, Sir. Breche auf.
Was lebt denn jetzt noch wieder? Irgendwo hat sich einer versteckt. Hier oben kann es nicht sein. Jawohl, Sir. Irgendwo hat sich wieder ein Drecksvieh versteckt. Ach so, der kam wahrscheinlich aus dem Nichts, wa? Den haben wir schon mal beim letzten Mal gesehen. Den schaffen wir auch noch. Keine Sorge. Hier kessel ihn da auf der Furt ein. Kommt er gar nicht mehr darunter. Auf der Sandbank. Genau wie unsere echten Banken. Alles nur noch Sandbanken. Angriff. Raketen gegen Dinos. So gehört sich das. Du bist viel weiter weg und machst mir trotzdem Schaden. Das kann nicht sein. Wo sind hier denn die Todesanimationen? Irgendwie lebt immer noch was. Weiß aber nicht, was. Sehe nicht. Ich würde am ehesten hier vermuten, irgendwo. Sehe nicht. Ist das so geplant? Sehr komisch. Aber ich finde es immer dumm, wenn es an so einer einzelnen Sache liegt. Winzigkeit. Und eigentlich hat man die Mission schon längst geschafft. Das erinnert mich an die letzte Nordmission in diesem Spiel vor ein paar Videos, die ich da nochmal wiederholen musste wegen drei Einheiten, an die ich einen Schrank habe. Weil die auf der anderen Seite des Ufers standen. Und ich sehe keine Dinos. Dann gehen wir nochmal hier lang. Kann nicht wahr sein. Du guckst nochmal hier, auch wenn ich wohl kaum mir vorstellen kann, dass sich da noch was versteckt. Man kann es ja kaum erkennen, dass da etwas sein könnte. Moment, da ist nicht mal was Schwarzes. Nein. Hier ist nichts. Bestätigt. Ein Notmod als sonst nur noch Infanterie. Was macht der denn jetzt? Jawohl, Sir. Ich weiß nicht, wo es rausgeht oder was. Hallo? Idiot. Breche auf. Irgendwo muss da noch was sein. Hallo. Breche auf. So viel zu 15 Minuten. Da, ich sehe einen Schatten. Aber außerhalb des Sektors. Der Baum ist übrigens hier abgebrannt. Interessant, den die vorhin angebrannt haben. Da ist noch was. Ja, super. Danke fürs Zeigen. War der die ganze Zeit schon da? Ich habe ihn nicht gesehen. Weg damit. Einsatzziel erreicht. Dankeschön. Okay, das gucken wir uns auch wieder im nächsten Video erst an. Ich habe eine Basis. Ist das schön. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Einsatz abgebrochen.